beide waren unabhängig voneinander vor etwa 4 Jahren auf einer Hochschule der didaktischen Weiterbildung, wo es um den Einsatz von Smartphones und Tablets in der Lehre ging. Wir waren beide sehr begeistert davon und hatten dann unabhängig voneinander entschieden, dass wir das für unsere Lehrveranstaltungen einsetzen wollen. Ich lese die Mechanik für die Lehramtsstudenten und habe das dann seit 2017 in ersten Experimenten durchgeführt. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass wir Unterstützung brauchen, um das in einem größeren Maßstab gewinnbringend für alle Studierenden einzusetzen. Es geht also darum, dass wir mit Smartphones experimentieren, physikalisch experimentieren. Und deswegen nennen wir das Ganze Smartes Physiklabor. Genau, und dazu haben wir Aufgaben entwickelt, die mit dem Smartphone und den internen Sensoren ausgewertet werden sollen von den Studierenden. Und diese Aufgaben sind Teil der Prüfungsvorleistung. Und im zweiten Teil unseres Projekts wurde dazu ein Tutorium entwickelt, wo die Studierenden sich selbst ihre Lösungen präsentieren, vorstellen und diskutieren. Es ist genau diese Lücke. Physik lebt von theoretischen Konzepten, die wir in Vorlesungen vermitteln, und von Anwendung dieser Konzepte, die klassischerweise in Übungen vermittelt werden. Und dann kommt in der Regel erst später im Studium eine Praktikumsphase dazu. Und diese Praktikumsphase wollen wir nicht ersetzen, sondern ergänzen, indem wir einen Teil der Übungsaufgaben durch dieses selbstständige Experimentieren erweitern. Und die Idee dabei ist, dass die Studierenden am besten zum Ziel kommen, wenn sie das gemeinsam machen und von uns unterstützt werden, wie sie am besten die Lösungswege finden, ohne dass wir die Lösungswege vorgeben. Und das war das, was der Herr Kaps gerade gesagt hat. In der zweiten Phase dieses Labor-Universitätsprojekts haben wir dieses Experimentiertutorium deshalb entwickelt. Das Smartphone ist zu 96% ja, bei jedem Studierenden vorhanden. Dazu ermöglicht das Smartphone einfach auch ein besseres, schnelleres Lernen, in dem der aufwendige Messprozess abgenommen wird und die Analyse und Auswertung doch in den Fokus. Also ich setze Smartphone-Experimente auch in Vorlesungen selbst ein, was mir persönlich auch immer viel Spaß macht, um den Studenten zu zeigen, ja, sie haben hier alle hochentwickelte physikalische Messtechnik in der Tasche. Vergessen Sie das nicht als zukünftige Physiklehrer. Es wird aus meiner Sicht nicht mehr lange dauern. Da wird es auch in den Schulen oder für die Schulen Anwendungen für Smartphone-Experimente geben. Also wir nehmen das Smartphone nicht als Kommunikationsmittel, für das es ja eigentlich konzipiert wurde, sondern als Experimentiermittel. Und das können wir deshalb machen, weil in den modernen Smartphones eine Reihe Sensoren verarbeitet sind, die ja, in der Physik eine große Rolle spielen. Wir können also Beschleunigung messen, wir können Luftdrücke messen, wir können Temperaturen damit messen. Drehraten ist etwas, was den meisten schon nicht mehr so geläufig ist, aber was wir in der Physik und gerade im ersten Semester in der Mechanik sehr gut anwenden können. Und damit haben die Studierenden direkt Zugang zu diesen Messdaten mit ihren eigenen Geräten, was wir auch in den Praktika in der Regel nicht zeitgleich so leisten können. Alle Studierenden können gleichzeitig im Hörsaal experimentieren. Die Daten werden übertragen und sofort grafisch ausgewertet, sodass wir innerhalb von 5 Minuten Experimentierzeit in dem speziellen Fall für das Schwingen des Smartphones und die Bestimmung der Federkraftkonstanten innerhalb von 5 Minuten um die 60 Messwerte aufnehmen konnten, was sonst immer ein ganzer Praktikumstag für einen einzelnen Studenten bedeutet. Also dieses Labor-Universität-Projekt zum smarten Physiklabor basiert auf 2 Säulen, einmal auf der Fachausbildung, die wir bereits umrissen haben und wo wir auch die Kooperationspartner schon erwähnt haben, und zur zweiten Seite auf der Fachdidaktik-Ausbildung der zukünftigen Studenten bei uns am Institut. Dort werden die Studenten ermutigt, mit ihren Kenntnissen aus der experimentellen Physik und dem smarten Physikerlabor für ihre Schüler Experimentierideen und Lehrsequenzen zu entwickeln, indem dieses Konzept der Digitalisierung der Lehre mit Smartphones umgesetzt werden kann. Es geht dabei
auch wieder darum, dass physikalische Inhalte mit diesen modernen digitalen Medien möglichst so dargestellt werden, dass auch Schüler sie verstehen und vor allem begeistert werden von der Physik. Die Studierenden werden in dem Moment mit einbezogen, dass wir aus dem Feedback von unserem ersten Jahrgang versucht haben, das bestmöglich umzusetzen und zu ergänzen und auch durch den Einsatz der Aufgaben eine Art permanentes Leistungsfeedback bekommen. Wo stehe ich, was weiß ich und wo habe ich möglicherweise noch Lücken? Die erste Phase haben wir diesbezüglich ausgewertet, dass die Studierenden sich einfach ein höheres Feedback gewünscht haben zu ihren Aufgaben. Auch eine transparente Bewertung, wo lag der Fehler, warum gab es die Punkte nicht. Und auch, dass man sie einfach an die Hand nimmt bei dem Experimentieren, da das für viele dann doch noch eine große Hürde ist und auch die Sensoren quasi wie eine Art Blackbox ist, was man in der Physik leider oftmals hat. Das haben wir konzipiert und umgesetzt und auch, glaube ich, im Ablauf der Lehrveranstaltungen einen ganz klaren Plan den Studierenden an die Hand gegeben mit Aufträgen, wo können sie was nachlesen, wie, auf was baut das alles auf. Die App, die wir unseren Studierenden vorschlagen, wird an der RWTH Aachen entwickelt. Sie ist kosten- und werbefrei, weil sie auch schon über ein BMBF-Projekt finanziert worden ist. Und wir haben sehr gute Kontakte zu den Entwicklern dort. Die ersten Experimentierideen haben wir von den Aachenern übernommen. Mittlerweile haben wir eine ganze Reihe eigener Experimentierideen entwickelt. Veröffentlichen die in den entsprechenden physikalischen Fachzeitschriften, die für die Ausbildung gedacht sind, und tauschen uns auf den entsprechenden hochschuldidaktischen Tagungen auch aus. Ja, wir haben ja eine zweite Förderphase genehmigt bekommen von der Laboruniversität. Die zweite Förderphase fußt schon darauf, dass wir das breiter fassen als nur für meine Studierenden lernen Physik, erstes Semester. Wir haben also unseren englischsprachigen Studiengang mit ins Boot geholt, die also zum Teil auch solche Experimente von uns übernommen haben, dann für ihre Zwecke modifiziert haben. Für die wissenschaftliche Weiterbildung der Lehrkräfte haben wir ebenfalls entsprechende Lehrveranstaltungen schon durchgeführt und planen die auch weiterhin. Dort wird also die Mechanik, glaube ich, im übernächsten Semester wieder losgehen, werden wir das dann mit einführen. Das heißt, wir haben Werbung gemacht mit dem Labor-Universitätsprojekt. Und wie das immer so ist, wenn man was Neues beginnt, findet man Skepsis, aber bei den Physikern und den Wissenschaftlern eigentlich auch immer sehr schnell offene Ohren, wenn man zeigen kann, was man eigentlich macht und sie davon überzeugen kann, was es für Vorteile hat und die Vorteile sind. Für alle, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, immer darin begründet, dass die Studierenden selbstständig tätig werden. Also das selbstständige Handeln mit den physikalischen Inhalten auf eine andere Art und Weise als nur Übungsaufgaben. Das ist das wirklich Interessante, was alle Kollegen begeistert, wenn sie es dann einmal gemacht haben. Wir haben zusammen mit der HTWK ein Dual Fellowship, wo es auch um den Einsatz der smarten Physik, des smarten Physiklabors für die Physikgrundlagenausbildung der Lehramtsstudierenden und der zukünftigen Ingenieure, die HTWK ausbildet, geht. Das haben wir vor 14 Tagen in Dresden auf einer Tagung vorgestellt und auch da wieder eine ganze Reihe weiterer Kollegen kennengelernt, die sagten, oh, das ist eine schöne Idee. Wir mussten das dann immer gleich live vorführen, wie das geht. Und ich denke, da werden sich noch viele weitere Kontakte zukünftig ergeben.